Jetzt müssen wir mal das erste Zimmer, was ich aufschließen muss. Mit Alumora 2. Ich glaube, das ist im Astronomieflügel. Im Astronomieturm. Nächste Quest. Zauberstabgriffe. Mit der Haftbaffschnur und Astronomieturm. Okay. Dann latschen wir da mal rüber. Später. Ah, der Ravenclaw-Turm. So, Astronomieturm. Geht scheinbar hier lang. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Nee, da will ich erstmal nicht hin. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ist doch da Verteidigung der Künste. Warum? Hier haben wir doch das eine Schloss. Alohomora. Endlich können wir mal in diesen Raum, den grün-berüchtigten, doch ziemlich anders aussehenden. Ja. Verdammt, die dunklen Künste. Der Raum. Liebe Dina, ich weiß, niemand ist so enttäuscht wie du über den Abbruch der diesjährigen Quidditch-Meisterschaft. Trotz meiner unermüdlichen Bemühungen bin ich offensichtlich unfähig, den Schulleiter zu überzeugen, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Selbst für einen kürzeren Zeitraum. Dürfte ich dich bitten, dich bei ihm zu melden? Mir ist der Gedanke gekommen, dass es ihn vielleicht überzeugen könnte, von jemandem zu hören, mit dem er seine eigene Schulzeit verbracht hat und damals bei einem oder zwei Spielen jubelnd in den Zuschauerrängen stand. Voller Dankbarkeit, Chirun. Revelio. Weit rum, Mann. Wo geht's denn hier lang? Schloss auf Stufe 3. Also, ich hab noch kein Schloss auf Stufe 3 gefunden. Spiel will mich verarschen. Jetzt hinter allen Schloss. Ah ja, ich verstehe. Hinter allen Stufe 2 Schlössern ist jetzt natürlich auch ein Stufe 3 Schloss. Wie viele Monde will er denn dafür haben jetzt? Wieder nur ein Stück.
Ja, es ist erstmal Teil erfüllt. Wir haben Humor Stufe 2 gelernt. Sie ist doch was. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Klopulver war. Ob mir eine freundliche Seele hilft? So, was tun wir nun? 142 Treppen und sie stellen mich genau hier hin. Hallo, Homura. Nehmen noch so viele Schlösser aufzuschließen. Eine völlig neue Welt anräumen, die sich uns jetzt hier eröffnet. Ein neuer großer Teil von Hogwarts, den wir erkunden können. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Nehmen wir den gleich mal mit. Da waren es nur 8. Ja, jetzt in den verschlossenen Räumen werden wir auch wieder einige. Oha, den haben wir schon. Eine Demigeist-Figuren sammeln. Achtung, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen. Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehnen, sicherzustellen, dass derartige Aktivität nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, das meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte, am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein, werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ereignis negativ beeinträchtigen würde. Sehr sicher. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Findest Nigelus Black, Schulleiter. PS, ich bitte von der Verköstigung mit Süßbeißen abzusehen, da diese herumstreuende Ratten oder Kniese anlocken könnten. Ich bitte weiterhin darum, die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung auf 4 zu begrenzen. Fantastisch. Wird ein großartiges Fest. Sieht aus wie so ein Schrank in dem Irrwicht zumindest. Was für ein hübsches Gesicht. Dankeschön. Ein Komplimentespiegel. Ich könnte auch gleich von Jarvis umgeben sein. Gut, dann würde ich mal sagen, in der großen Halle mache ich direkt mal in dieser wunderschönen weihnachtlichen Umgebung eine kleine Aufnahmepause. Bis gleich oder bis zum nächsten Part. So, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns heute mal der Quest zur Aufnahme, die wir wegen des Sebastian Cello Quest, Beziehungsquest erstmal haben liegen lassen, weil wir reingestolpert sind. Ich bin gespannt, ob wir die Nifflerspuren überhaupt noch finden. Ob das noch was wird, nachdem wir sie jetzt eigentlich schon eingesammelt haben. So, auf geht's. Wenn das Spiel es mir erlaubt, können wir losfliegen. Zu Beginn des Parts hier gleich mal wieder eine 2 FPS Diashow. So muss das sein. Und das sind wir inzwischen nicht mehr gewohnt. Und gerade innerhalb von Hogwarts.
Das Problem ist, YouTube lässt nur Videos zu. Also, es gab früher mal 2016, glaube ich, als ich noch vorher gewesen sein. 2014, 2015 gab es mal das Tool, dass man auch Bilder hochladen konnte auf YouTube. Und zu einer, also nicht einzelne Bilder, aber also man konnte irgendwie Bilder hochladen und die zu einem Video machen. Also irgendwie so eine Collage aus. Man könnte so eine Bildreihenfolge machen, so eine aus, ich glaube, da gab es eine Mindestanzahl von 4 Bildern irgendwie, die man hochladen konnte. Ob man jetzt die Show irgendwie hochladen. Kommt man dann noch Musik aussuchen, dann runterlegen. Das waren Zeiten. Das lässt YouTube nicht mehr zu. Inzwischen kann man Stories erstellen, aber es ist, da gehen halt auch nur einzelne Bilder. Ja, hat sich, also seit ich auf YouTube bin, ich bin ja schon länger als Zuschauer auf YouTube unterwegs, als YouTube-Videos mache. Mit YouTube-Videos habe ich angefangen 2016, Februar 2016, 27. Februar, ihr wisst Bescheid. Aber ich habe ja schon, ich glaube, so das erste Mal richtig YouTube-Videos geguckt. Das könnte. Und hier müssen wir hin. Da würde ich fast. Da würde ich. Ich mache mal eine Schnellreise. Das erspart uns ja einiges. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. So, mal runter vom Besen. Das erste Mal YouTube geguckt, das ist schwierig. Ich würde mal sagen, 2015 habe ich so das erste Mal so wirklich so erste Versuche gestartet, Videos hochzuladen. Aber noch nicht so wirklich ernsthaft in dem. Unter dem Versuch, also das war erstmal so ein bisschen austesten, wie geht das mit YouTube, wie läuft das, wie macht man, wie funktioniert das mit Thema Videos. Noch nicht so wirklich ernst genommen, das Ding, also mich ernsthaft mit der Idee, einen Kanal zu betreiben, erst ab besagtem Tag. Februar. Oh, da haben wir doch den Niffler. Everyone Day Deep. Das habe ich jetzt leider noch nicht. Doch, die Tasche habe ich ausgerüstet. Blöd ist jetzt abhaut. Den hätten wir nicht so reinstürmen sollen. Ich denke, es ist 2012. Das war 2012. Da gab es Schüler-CC noch. Wer von euch kennt noch Schüler-CC? Schreibt es in die Kommentare. Da war ich sehr aktiv. Und dann, ja, da. So, irgendwo in dem Dreh. Ja, 2013 als 2012 würde ich sagen, habe ich so na komm, jetzt da. Haben wir ihn. Ich hab den Niffler. Jetzt suche ich das Erbstück der Familie Haggerty. Also 2012 habe ich noch nicht so wirklich YouTube geguckt. Denke ich mal.
Hat ich andere Interessen im Internet. So. Das Erbstück müssen wir nochmal suchen. Revelio. Das nicht hier irgendwo rum. Genug auf Topic. Nö, ist nicht. Dann mal auf ins Dorf. Ah, das Lager haben wir schon geklärt. So, wie weit ist es denn noch bis zum Dorf? Müssen wir nicht schon, ja, 300. Müssen wir gleich da sein. Wenn das Spiel mit normalen Schritten nicht klar kommt. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Erstmal die Quest abgeben. Das Mendelsrätsel haben wir schon mal versucht zu lösen. Wow, Spiel. Noch einer nach ihr fragt. Wie geht's ihr? Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe ihren Dieb Jetzt entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war tatsächlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon. Klein, pelzig, diebisch. Ich fand sein Versteck. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen sie auch mein Erbstück haben. Hab ich das? Ich fand ihr Erbstück und gebe es ihnen zurück, gegen Bezahlung. Das ist wohl nur fair. Also gut, nennen wir es ein Zeichen der Anerkennung. So klingt es anständiger. Catherine, das ist eine Enttäuschung. Aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler. Das auf jeden Fall. Kaum nach Azkaban geschickt. Oh, eine Nifflermaske. Ich habe mein Erbstück zurück. Wie meine Nifflermaske. Das ist ja fantastisch. Ach, die müsste ich ausrüsten. Ah ja. Bleib mal bei der Brille. Hier haben wir noch einen zweiten. Aha. Das hat verschiedene Brauntöne. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Jetzt haben wir ja alles voll, dann können wir uns endlich final für einen entscheiden. Das hat auch was, also diese Stäbe, diese Muster. Aber das passt halt wirklich zum Stab.
Ja, ich weiß nicht. Können wir mal so nehmen. So, haben wir die Quests beendet. Wo der höchste Eiszeit. So, können wir noch ein bisschen Flugquest machen. Das könnten wir noch tun. Eine Schlüssel sammeln. Naja. Dem Gas. Ja, das machen wir eher nebenbei. Wenn wir irgendwelche finden. Barkas Prüfung machen wir. Im Stream. Am Freitag. Dann würde ich mal sagen, auf nach Hogwarts. Erstmal und da mal schauen, ob wir da noch irgendwie eine Quest finden. Und wir haben hier unterwegs noch jede Menge Quests, die auf uns warten. Wir wollen doch bestimmt eine oder zwei mitnehmen. Hier ist eine. Was sind hier auf die Flugklammer? Trollbekämpfung. Mhm. Ja, warum nicht? Flugklammer haben wir da noch aktiviert. Dann fliegen wir mal hier. Das ist die nächste. Lower Hogsfield. Das ist die nächstgelegene Flugklammer. Ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ganz in der Nähe von Hogwarts wäre es bestimmt entspannt. Naja, wahrscheinlich ja nicht. So viel wie hier mit den Kobolden los ist. So, dann fliegen wir mal in die Richtung. Da scheinen wir ja noch nicht gewesen zu sein. Erstmal die Flohflamme und dann war doch hier noch eine Quest. Ne, hier. Hier wollen wir hin. Hier war die Flohflamme. Auf geradem Weg. Und durch die Büsche. Hoch in den Bergen, Kirstorf. Mhm. Dorf sicher noch nicht. Ist das hier ein Waldhof? Ein Dorf im Wald. Hat es zufällig eine Schule? Land ist nicht verfügbar. Skandal. Ah ja, hier. Wir müssen doch natürlich die Eier mitnehmen. Rebellio. Ist nichts. Außer eine schöne Aussicht auf Hogwarts. Im Winter. Wow. Das ist eine Prüfung Merlins. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Aber kriegen wir es auch raus? Aha, ja. Das waren noch diese Steine hier oder was? Aktivieren wir die Steine. Ist da irgendwie eine Lösung für?
Incendio! Lumos. Nicht. Tja. Hier. Da fällt mir nichts ein. Tschüss. So, hier mal eine Quest. Erstmal hier mal ein Feuerchen, wo wir die Flugflamme aktivieren können. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Und noch ein Mensch-Rätsel, zu dem wir keine Lösung haben. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Na, mal schauen. Erstmal Fluch da mal aktivieren. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Sei stark, Alexandra. Das ist doch dieselbe Stimme wie von. Alles in Ordnung? Wenn das Dorf sie geschickt hat, um mit mir über. Über. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Renrocks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Ich fürchte, ich muss Ihnen zustimmen. Trolle sind sehr gefährlich. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich musste es versuchen. Ich verstehe ja, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Ja, würde ich sagen. Mein Troll ist mein Problem. Gemälde, ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Hier ist jemand. Das wissen wir zwar, aber da gab es eine Karte für, aber. Was genau sollte der Troll für Sie erledigen? Ich wollte ihn abrichten, damit er uns beschützen kann. Ich hatte Mühe, ihm auch nur ein oder zwei Wörter beizubringen. Von Selbstbeherrschung ganz zu schweigen. Vom Raum der Wünsche. Das ist der Wandteppich. Wer ist Barnabas der Bekloppte? Sie haben sicher den Wandteppich von ihm in Hogwarts gesehen. Mhm. Im Korridor, im 7. Stock. Er hat angeblich versucht, Trolle fürs Ballett zu trainieren. Stellen Sie sich das mal vor. Das klingt nicht gerade verlockend, aber ich denke darüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden. Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Ein kleiner Troll. Krieg doch. Das ist doch. Da habe ich schon mehr. Ein wilder Troll in der Nähe eines Dorfes? Das könnte verheerend sein. Das kriegen wir doch hin. Kein Problem für uns. Da haben wir schon kritischeres gemacht. Das wird ein Spaziergang. Oder auch nicht. Genau auf der anderen Seite. Fantastisch.
Der Weg dahin ist ja schwerer als den Troll zu besiegen. Du bist wohl Alexandras Freund. Ah, Lüle. Ausweichen. Oh, Kacke. Jetzt bleibe ich doch stehen. Na komm. Oh je. Yeah. Es ist klar, dass das ein Troll nicht lange aufhält. Wir können jetzt erwartet Querwein setzen und es uns leicht machen. Es macht doch keinen Spaß. Können wir... Nee, das bringt die Rolle gar nichts. Oh je. Dafür sieht es ein bisschen epischer aus. Wenn wir getroffen werden. Gelacht. Levios auf dem Troll. Ich bin auch nicht mehr zu retten, oder? Ah, da bringt hier leider nicht wirklich was. Das ist cool. Stellen können. Erfahrungspunkte. Jetzt leider Magiepunkte. Es tut mir leid, Alexandra, aber das Dorf musste vor dem Troll beschützt werden. Lecker Trollpuppe.
Und zurück ins Dorf. Na komm. Ein bisschen Eile hier. Wir wollen den Dorfbewohnern ja die gute Nachricht vermitteln. Wer hier wohl wohnt? Das weißt du ganz genau. Das war's, Alexandra. Ich habe es getan. Mein Troll? Was? Oh, da fehlen mir die Worte. Danke. Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen für ihn. Dann wäre es anders ausgegangen für mich. Ihn abzurichten war völlig aussichtslos. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Herrje, gut, dass Sie unversehrt sind. Sehr mutig. Die Leute im Dorf hatten sich schon einen Namen für denjenigen ausgedacht, der diesen Troll besiegen würde. Es war natürlich irgendwas mit Troll. Aha. Schlechterin? Ja, genau. Das ist wohl jetzt ihr Name. Ich brauche etwas Zeit für mich. Aber danke, von ganzem Herzen. Trollschlechterin. Klingt doch nicht schlecht. Ein Trollwut. Na, fantastisch.